erst entdeckt hat oder was Ihnen zuerst Beifall gespendet hat? War in Wien. War in Wien. Und wie war das? Das war in einem, ja, da muss ich so viel darüber sagen. Ja, Sie haben ein bestimmtes Lied gesungen. Ich habe ein Lied gesungen, ich habe einmal ein Reischerl gehabt. Und das war ein unglaublicher Erfolg. Sagen Sie das doch bitte nochmal, den Titel. Ich habe einmal ein Reischerl gehabt. Ja. Auf Deutsch, ich habe einmal einen Rausch gehabt. Haben Sie verstanden? Ich wollte es nur nochmal hören. Ja, gerne. Und also jedenfalls nach diesem Erfolg, da, Moment, ich habe noch einen Erfolg gehabt. Fällt mir jetzt ein. Gespritzt damit Gieß. Wie hieß das? Ja, wie soll ich das übersetzen? Das ist ein Weißwein mit Soda geschmitzt. Aha, gespritzt. Das heißt man der Gespritzter. Aha. Und was Hasis heißt, es ist mir heiß. Aha. Haben Sie verstanden? Das ist klar, ja, das ist ganz also leicht zu verstehen. Ich kann nicht ganz verleugnen, dass ich in Wien geboren bin. Nein, aber dann, trotzdem, wie gesagt, meine Wahlheimat Berlin war. Das war 1904. Nach 1904 kam ich nach Berlin, was ich geliebt habe. Ja. Aber nicht nur, weil ich Erfolg dort hatte. Mhm. Sondern ich habe die Stadt geliebt, ich habe die Luft geliebt, die beste war. Ja. Ich weiß, dass ich, wenn ich darf sagen, Kollegen wie Caruso oder die Julia Kulp oder die Barbara Kemp oder die sagten, sie waren nie heiser in Berlin. Die Luft sie haben nie einen Halsatz gebraucht. Mhm. Nun, sind Sie damals an das Operettentheater gegangen? War das Metropol? Nein, das hieß Metropoltheater und war kein Operettentheater, sondern Revue. Aha. Und das erste... Wie würden Sie die Revue heute beschreiben? Ich glaube, ich kann sie nicht beschreiben, weil es sowas Ähnliches hier gar nicht mehr gibt und auch drüben nicht mehr. Vielleicht in Paris. Große Ausstattung. Dann, wissen Sie, man lernt sehr viel in einer Revue, weil man in 3 Stunden 4 oder 5 Charaktere zu spielen muss. Mhm. Also zum Beispiel sagen wir eine Grande Cocotte oder ein Stubenmädchen. Und eine Verkäuferin, ja, oder sogar eine Dirne, mhm, kann ich mich erinnern. Mussten nicht? Sie alles spielen? Das musste ich spielen. Danach musste man sich auch anziehen. Mhm. Nicht wahr? Also ich war darin, muss ich einen Sinn gehabt haben, weil ich mich erinnere, dass ich, wie ich ein Dirnenlied zu singen hatte, bin ich weiß nicht, wie man das Viertel nannte, in ein Armenviertel gegangen, um mir alte Kleider zu kaufen. Aha. Nicht? Um ganz echt zu sein. Um echt zu sein. Das ist, glaube ich, durch mein Leben gegangen. Mhm. So wie ich nie eine falsche Blume auf der Bühne hatte. Ja. Oder nie ein Wasser oder eine Limonade anstatt Champagner. Sie haben immer das Echte. Ich musste für mich selbst, nicht fürs Publikum, musste ich etwas haben, dass es echt ist. Ja. Nicht, weil nicht, dass ich merke, dass ich was spiele oder wie ich. Ich kann es nicht beschreiben. Sie haben es sehr schön gesagt. Haben Sie verstanden, was ich Frau meine? Frau Massari, haben Sie noch eine Erinnerung an die ersten Lieder damals in Berlin, die Sie gesungen haben? Da werde ich Ihnen sagen, was mein Erfolg war. Ich habe seinerzeit in Wien, von der Zeit, wo wir sprachen, wo ich das Lied gesungen habe, ich habe mal Reischerl gehabt, habe ich ein Lied gesungen im Liebesfalle, da sind Sie alle so ein bisschen tralala. Dieses Lied hat der Direktor, der mich nach Berlin gebracht hat, als Einlage mir gegeben. Ja. Es durfte ich singen. Auf diese Art behandle ich die Männer. Ich bin ein Kenner vom starken Geschlecht. Ich mime oft die allertollsten Sachen. Das ist zu lachen, und die alten Fäden im Liebesfalle sind nämlich alle ein bisschen tralalalalalalalala. Liebesfalle, da sind Sie alle ein bisschen tralala. Und ich hatte eine furchtbare Angst vor diesem Direktor Schulz. Übrigens habe ich, was ich an Disziplin hatte, von ihm gelernt. Der stand in der Bernstraße, da war das Metropoltheater, mit der Uhr in der Hand. Und wenn um Punkt 10 Uhr, wir nicht auf der Probe, musste man Strafe zahlen. Ob das der Hauptdarsteller war oder eine Choristin war, es war ganz egal, nicht? Der hatte preußische Disziplin. Absolut, das war er, war ein Preuße. Und ich erinnere mich, dass wie ich allein auf der Bühne stand und dieses Lied sang, nicht?
habe ich mich nicht beim Publikum bedankt, wie Applaus war, sondern ich habe mich hinein bedankt in die Kulisse, wo der Direktor stand. Und der machte mir immer das Zeichen. Zum Publikum. Und dann habe ich es also gelernt. Und Im Liebesfall? Im Liebesfall habe ich es da capo gemacht. Ein bisschen tralala. Das ist meine Erinnerung, 1904. Ja. Also long, long ago. Aber das ging dann, glaube ich, sehr schnell weiter mit. Also wir haben dann Revuen gespielt, Donnerwetter, Tadellos, Hurra, wir leben noch. Sie verlangen zu viel von mir, wenn ich alle Titel erinnere. Nein, ich möchte sie gar nicht alle. Aber dann war 1914 und da habe ich die erste Rolle, Operettenrolle gespielt, ja. Kaiserin von Leofall, also eigentlich die Maria Theresia. Mhm. Und da bekam ich etwas, was ich nie vergessen werde. Da hatte ich eine kleine Szene, wo ich Tee einzugießen hatte mit zwei Kindern. Also die Kinder von der Maria Theresia. Mhm. Da bekam ich einen Brief von Max Reinhardt. Ja. Wo er mir schrieb, dass ich, also besonders diese Szene und wie ich den Tee eingegossen habe und so weiter, ihm so besonders gefallen hat. Und Sie können sich denken, dass das einen unglaublichen Eindruck auf mich gemacht hat. Das so viel kann ich mich erinnern. Auf die Kaiserin. Dann ging es also weiter. Wie oft ist die Kaiserin gespielt worden? 200 Mal, glaube ich, mindestens. Ja, heute denken die Leute immer, es gibt nur am Broadway Serienaufführungen, aber ich glaube, in Ihren Stücken... Ich habe nur Serienaufführungen. Das ist auch nicht wahr, dass man sagt, oft hat man mich das gefragt, ob es nicht langweilig ist, immer dasselbe. Ich fand das nicht. Nein? Ich fand, dass man bei Ensuite enorm viel lernen kann. Mhm. Ist ja jeden Abend ein anderes Publikum. Mhm. Ist mir oft vorgekommen, dass ich Lacher bekommen habe, wo ich perplex war, warum und wieso heute lacht man, wo man nie gelacht hat. Ja. Oder aber, wo man immer gelacht hat, hat man nicht gelacht. Mhm. Mich hat's interessiert. Ja, man sagt Ihnen ja nach, dass Sie also auch in der letzten Aufführung noch so präzise waren und so brillant wie ja, in ich sage Ihnen ja, ob ich brillant war, kann ich nicht, das sollen die anderen beurteilen. Aber ich hatte Disziplin und Selbstkritik. Mhm. Und ich glaube, dass das wichtig ist. Ja, einige Operetten damals, Frau Massari, sind ja eigens für Sie geschrieben worden. Ja, einige sind für mich geschrieben worden. Das war Letzter Walzer von Oskar Strauß. Das war Perlen der Kleopatra von Oskar Strauß. Pompadour von Leofall. Und Spanische Nachtigall von Leofall. Ja, Ihnen fallen sehr viele ein. Aber ich glaube, wir müssen sie gar nicht alle erwähnen. Mir fällt nur ein, dass die Komponisten damals vielleicht manchmal ein bisschen neidisch auf Sie werden konnten, denn zum Beispiel hat Alfred Polgar mal geschrieben, die Noten sind von Leo Fall, und zwar sehr charmante Noten, aber die Musik ist von Fritzi Massari. Wie ist das eigentlich, Frau Massari? Haben Sie gern Ihre eigenen Platten gehört damals und wie ist es heute? Früher war ich gezwungen, meine Platten zu hören, weil sie nicht raus durften, bevor ich sie nicht okay gesagt habe, nicht? Und wie ist es heute? Heute höre ich sie nicht so gerne, weil ich immer das Gefühl habe, ich hätte es besser machen können. Frau Massari, nun bin ich sicher, dass Sie vor allem gerne über die Menschen sprechen möchten, die Ihnen begegnet sind, die Ihnen geholfen haben, mit denen Sie befreundet waren oder die Ihnen sogar noch näher gestanden haben. Ich glaube, Sie haben Max Pallenberg 1911 kennengelernt in München. Stimmt, ja. Max Pallenberg war meine größte Leidenschaft. Und Max Pallenberg war ein Genie. Und es fällt mir halt schwer, auch heute noch, ohne Tränen über ihn zu sprechen. Ich war 23 Jahre mit ihm und ich kann Ihnen versichern, dass ich keinen Moment Langeweile gehabt habe. Sie haben auch oft mit ihm auf der Bühne gestanden? Nein, ich bin nicht gerne mit ihm auf der Bühne gestanden und nur einmal in einem Stück Die Königin von Oskar Strauß und einmal in einer Wohltätigkeitsvorstellung Fledermaus mit Richard Strauß, wo er den Frosch spielte. Mhm. Er hat mich immer gern zum Lachen gebracht, was ich nicht gerne hatte. Und dann habe ich vergessen, dass ich die Rolle bin, sondern ich war plötzlich die Frau von ihm. Ja. Das habe ich nicht sehr gerne gehabt. Es gibt ein Duett von Ihnen. Aus der Pompadour. Das hat er aber nur fürs Grammophon gemacht. Aha, es war nicht auf der Bühne? Nein, auf der Bühne hat es der Ralf Roberts gespielt. Ein wunderbarer Schauspieler und Alberto Kollege. Mhm. Wunderbar. Und es hieß Josef? Ach, Josef, ach, Josef. Ja. Jetzt weiß ich momentan gar nicht, wie es weitergeht. Aber Sie haben die Platte, glaube ich, da werden Sie es wissen. Liebe
bei Josef eins bedenke, wenn ich wem Beachtung schenke, muss er schon von gutem Holz sein. Darum darfst du darauf stolz sein, dass ich dich so viel beachte und dir da was mache. Oh. Sie ist ganz von mir benommen, bald wird es zum Klappen kommen, denn ich merk's, wie ich erlahme. Ich empfehle mich, werte Dame. Bleib's ja nicht so ungesellig, ach, ich will's, jetzt bin ich fällig. Oh. Bitte lass uns dies doch lieber bleiben, denn ich bin für das, was Sie gern treiben, Ihnen gar nicht nützlich, ich bin viel zu köstlich. Oh.